Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part Mario Party. Ja, im letzten Part war ich ja mit dem guten Doschen auf der Kanoneninsel und wir würden heute das nächste Spielbrett angehen. Starten das Abenteuer. Und suchen uns unsere Protagonisten aus. Ein Spieler. Ja, ich bin wieder alleine. Mario bin ich. Und spiele wieder mal gegen Yoshi. Gegen Mario. Und gegen Donkey Kong. Wir machen sie alle auf. Normal, würde ich sagen. Das ist fair. So. Kanoneninsel, genau. In Luigis Maschinenraum. Na, dann machen wir das doch. Einstellungen sind korrekt. Wie viele Runden machen wir? 20 Runden. So passt es. So ist es schön. So ist es schickimicki. Luigi's Engine Room. Okay, was wird uns hier erwarten? Was erwartet, ja. Was erwartet? Bei Otto. Okay. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Koopa und werde euch herumführen. Dies ist der Maschinenraum. Die Maschine in der Mitte hat nicht genug Energie und funktioniert nicht. Wir müssen eine Energiequelle suchen und sie wieder in Gang setzen. Was so passiert, wenn sie läuft? Nehmt euch vor dem falschen Erfinder Bowser in Acht. Es macht ihm Freude, anderen das Leben schwer zu machen. Also dann, lasst uns die Startreihenfolge bestimmen. Ah, hier, der gefürchtete Moment. Ach du Scheibenkleister. Naja, wenigstens nicht letzter. Erstes Wario. Zweiter ist Yoshi. Dritter ist Mario. Und vierter ist Donkey Kong. Haha, das ist die Startreihenfolge. Ich habe hier noch ein Geschenk für euch. Jeder hält 10 Münzen von mir. Danke fürs Startgeld. Los geht's. Auf der Suche nach den Sternen. Lasst mich euch zeigen, wo der erste Stern zu finden ist. Dies ist das Sternfeld. Ihr erhaltet den Stern, wenn ihr mir 20 Münzen gebt. Okay. Wario als erster. Schöner Soundtrack mal wieder. Mario am Start, komm. Jawohl. Karte. Eins, zwei, drei. Was ist das für eine komische Maschine da? Komm, gehen wir mal hier lang. Oh. Okay. Das sieht schon sehr interessant aus. Was wird's werden? Bowsers Knallfall. Oh, das kann ich nicht. Du. A und Z. Okay. Komm schon. Nee, das haben wir vergackt. Das haben wir verkeckert. Ja, das haben wir definitiv verkeckert. Dieser Top geht leider an. Wow. Okay. Kann man leider nicht ändern.
So, die blauen Türen sind zu, die roten geöffnet. Okay. Ja, du hast jetzt natürlich genug Geld. Eins, zwei, drei, vier. Aber Yoshi, es reicht nicht. Es reicht nicht. Leider nicht, mein Freund. Mein kleiner Grüner. So. Da verliere ich Münzen. Ich hoffe aufs nächste Minispiel. Ich werde zwar jetzt verlieren, wenn ich jetzt aber 10 Münzen kriege und ich könnte... Na, gucken wir mal. Tja, mein lieber Donkey Kong, auch für dich gibt es leider nichts. Schade, ne? Schade. Okay, 2 gegen 2. Das wird ja wohl möglich sein. Wüstensprint. Oh je. Das klingt nach sportlicher Ertätigung. So, teilt euch für die Wüstenskirennen Teams auf. Bewegt den Stick gleichzeitig in die gleiche Richtung. Ja. Rechts, 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 links, links. Gut, dann machen wir einfach mal. Schaut gut aus für uns. Ja, Donkey ist gut. Haha, Affenpower for the win. Sehr schön. Okidoki. Die roten Türen sind zu, die blauen geöffnet. Gut, dass wir uns für den Einweg entschieden haben. So, was kannst du jetzt mit dieser Maschine machen? Hat keine 20 Münzen. Okay. Ach, das ist der Buhu. Das ist der Buhu. Der Buhu. Ja, schau dir das. Damit ist das erste Sternchen. Na, 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 unser. Dankeschön. Danke, lieber Toad. Danke für das Sternchen. Wo möge er sich jetzt hin platzieren? Aha, okay. Interessant. Nein, ich habe nicht genug Münzen. Löl. Hätte ich jetzt genug Geld, hätte ich jetzt direkt noch einen Stern kaufen können. Schade, schade, schade. Dafür geht's zu Bowser. Hier ist das Bowserfeld. Was? Du hast gar keine Münzen. Wenn du keine Münzen hast, tausche ich ihm 10 Münzen gegen einen Stern. Was? Oh, no. WTF? Wie gewonnen? So zerronnen. Oh, ist das brutal. Ach, das ist eigentlich nichts für schwache Nerven. Ich glaube, ich kann nicht mehr. Ich quittiere. Natürlich, Münzen stimmt. Aber doch bitte nicht von mir. Wenn schon von Wario, bitte. Ja, also, wollte ich ja meinen, ne? Ich habe ja nicht so viel. Immer dieses Affengesicht. Meine Fresse, hat der viel Geld. Okay, wieder 2 gegen 2. Dresin-Wahnsinn. Ja, ist natürlich blöd, wenn man jetzt so ein Let's Play macht, dem das ganze Spiel zeigt. Und sich dann immer wieder die Games wiederholen. Das ist Schicksal. Gut, wir starten direkt durch und hoffen das Beste. Ready? Go! So, komm schon. Ah, gut.
Ja, passt. Passt. Jo. Oh. Da laust mich doch der Affe. So. So. Scheibe. Nee, 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 nee. Und Goal. Gott sei Dank, wir haben es geschafft. Während allerdings und Yoshi es ja nur fast geschafft haben. Ne? Aber ja gut. Noch haben wir ein bisschen was vor uns, ne? Genau. So. Yoshi, mach mal eine. Ich will auch spielen. Das ist natürlich doof. Man kann ja nicht zurückgehen, ne? Scheiße. Wen mobsten wir sie denn? Natürlich. Danke, klar. Mobsen wir dem Affen die Münzen. Oh, noch ein Feld und wir hätten noch ein paar Bonusmünzen draufgekriegt. Was kann man mit dieser komischen Maschine machen? 4 Spieler. Okidoki. Bowsers Grimassen. So, ziehe und zerre. Okay. So könnte das rein theoretisch passen. 96%. Wow. Natürlich geht damit der Pott an uns. Sehr schön. Na dann, Wario. Auf geht's in eine neue Runde. Oh, One-Player-Game. Oh, der darf von Turm zu Turm hüppen. Macht's aber ganz gut, ne? Ah, und er hat's geschafft. Ah ja, auf Stufe normal sind sie nicht mehr ganz so dusselig. Aber wie dem auch sei. Dilling. So, Yoshi am Start. Wie viele Münzen hat er? Ah, er kann nicht viel legen, er kann höchstens Münzen klauen. Ja, wenigstens nicht von mir. Das ist ja schon mal gut. Da bin ich ja schon mal ganz zufrieden, ne?
So, und jetzt kriegen wir auch 10 Münzen. Sehr schön. Und volle Möhre. Volle Möhre. Was ist das für ein Kasten, verdammt nochmal? Ich kann die blauen und die roten Türen für dich bewegen. Soll ich es tun? Nö. Ist ja doof. Nein, hätte ich mal machen. Ah, ich bin ein... Na gut. Nächste Runde öffnen sich ja sowieso wieder die blauen. Dann kann ich ja Richtung Stern laufen. Ja, du machst es nicht. Sehr gescheit von dir. Der Affe ist gar nicht so dumm, ne? Ui, 4 Spieler. Kugelchaos! Lass uns kugeln! So, wir müssen die anderen Mitspieler ins Meer kicken. Ah, komm schon. Weg, weg, Yoshi. Hau ab, du. Miefiges Yoshi. Miefiges Yoshi. Na toll. Haben sie uns auch als Weiser gekickt? Nur weil ich miefiges Yoshi gesagt habe. Ja, Strafe kommt recht. So, das sagt man natürlich nicht. So, jetzt sind nämlich die roten Türen offen. Jetzt können wir da nämlich nach rechts. Und Wario. Mist, der hat genug Geld. Scheibe. Was sagt denn unsere Zeit? Da haben wir noch ein bisschen. Ja, das schmeckt mir gar nicht, ne? Aber gut. Roschinski? Neuner. Ja, bleibt mir nichts anderes übrig. Was? Käsekuchen? Ist doch alles Mist. Ach komm, gehen wir jetzt hier lang. Scheißegal. Das war eigentlich nicht so schlau. Ich bin Bowser, der Erfinderkönig. Das ist mein Meister erfinden. Und mit dieser Maschine kannst du so viele Münzen prägen, wie du möchtest. Viele Münzen für die Maschine. Ist das nicht ein großartiger Name? Also dann, ich bringe eine Münze nur für dich. Du hast unheimliches Glück. Los geht's. Also. Ja, sie funktioniert. Diese Münze ist für dich. Glückwunsch. Gut, das macht dann 20 Münzen. Oh, du Sackgesicht, du Alter. Huh, eine Münze gegen 20 wusste so wo. Oh, und dann noch minus 3. Ach, der Weg war nicht gut. Nein, das war nicht gut. Wollte man mal all in gehen und dann passiert sowas. Tja, wie gewonnen, so zerronnen. Großes Münzprügeln. Ich gehe davon aus, die prügeln auf mich ein und ich muss ausweichen. Ja. Genau so und nicht anders funktioniert's. So, und ich werde mal ganz dezent mich verpieseln. Uiuiui. Klappt doch wohl nicht im Ernst. Nein! Mario auf der Flucht. Nein, 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 mein Geld, mein Geld. Mamma mia. Oh, meine Taler, meine Taler, meine Koppel. Autsch. Scheibe. Tja,
habe ich es doch nicht geschafft, denen ständig aus dem Weg zu gehen. Haben sie mir doch einiges von meinen doch hart erkämpften Münzen geklaut. Okay, eine Runde machen wir noch. So. Nur, dass ich wieder von DK die Münzen... Dieser Glückspilz. Okay. Zehn, na immerhin. Wo führt wohl diese Röhre hin? Ja. Dann werden wir uns jetzt auch mal ein paar Münzen mopsen. Von DK. Ich hoffe, es lohnt sich. Ach nein. Aber hey, auch Kleinvieh macht Mist. DK's Turn. Oh, wir dürfen wieder Fähnchen spielen. So. Sehr nice. Tschüss, Yoshi. Oh, die sind mir zu gut. Oha. Hey, ich hab gedrückt. Hast du das Fähnchen nicht gehoben? Schiebung! Gut. Ja, dann würde ich sagen, haben wir den Part an dieser Stelle auch erledigt. Dann bedanke ich mich bis hierher fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao!